Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge bei der Trainerevolution. Und wir freuen uns ungemein, dass wir wieder einen spannenden Gast dabei haben dürfen. Und zwar ist heute Martin Strobel mit dabei. Er war 17 Jahre Profi-Handballer, deutscher A-Nationalspieler, unter anderem Europameister, Olympiadritter in Rio. Und ja, inzwischen ist er Coach für Führungskräfte und Unternehmen im Bereich Teamentwicklung unter anderem und hat auch ein Buch geschrieben zu einer ganz besonderen Geschichte. Und auch da wollen wir nachher ein bisschen drauf eingehen. Erstmal hallo bei uns bei der Trainerevolution und ja, ich bin gespannt, was mich erwartet. Hallo Frederik, freue mich dabei zu sein. Ja, super. Ja, super. Vielleicht zu Beginn, gibt es was, wo du sagen würdest, das müssen die Leute unbedingt noch von dir wissen, wo ich jetzt nicht gesagt habe? Von mir fällt mir jetzt so nicht ein. Du hast eigentlich einen ganz guten Überblick über meine Sportlerkarriere irgendwo gegeben. Da kommen wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen tiefer drauf zu sprechen. Ja. Ja, super. Ja, dann, wie gesagt, habe ich so aus meiner Sicht so zwei Themenbereiche ein bisschen vorbereitet. Das eine habe ich schon angesprochen, so ein bisschen diese Teamentwicklungsgeschichte und dann eben, wie gesagt, dein Buch Höhepunkt am Tiefpunkt und eben diese, ja, ich sag mal, Transformation aus Niederlagen im Sport und natürlich auch sonst so deine Learnings aus der Profikarriere. Ja. Genau, und für mich als, ja, ich bin ja selber auch Handballer, auch Rückraum Mitte, deswegen ganz spannend, auch diese Spielmacher-Parallelen. Und ja, deswegen vielleicht da mal so die Einstiegsfrage. Du redest auch auf deiner Homepage beispielsweise oder auf Instagram viel von diesem Teamplayer-Gedanken. Wie würdest du denn so einen Teamplayer für dich definieren? Ja, zunächst mal gebe ich da immer so den Hinweis, wie viele den Teamplayer an sich immer sehen. Und der spiegelt sich in der Außenwahrnehmung oftmals wieder mit, das ist die Person, mit der man sich sehr gut versteht, sehr nett zu allen ist, fürsorglich, allen hilft. Das ist in der Tat so, aber ich glaube, der Teamplayer muss auch in der Zukunft einfach leistungsstark und führungsstark sein. Also diese Attribute auszustrahlen und das Team dann auch wirklich mitzunehmen als Teamplayer. Und viele Unternehmen oder Organisationen werben damit, wir suchen einen Teamplayer. Und ich finde, dass das oftmals einfach ja zu verniedlicht wird, dieser Teamplayer-Gedanke. Und meine Definition ist daher, dass er einfach ein leistungs- und führungsstarken Teamplayer sein sollte, der dann eben auch nach vorne gehen kann. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend, denn ich bin ja selber auch Führungskraft beim Energieversorger hier bei den Stadtwerken Heidenheim und da erlebe ich das natürlich genau, wie du sagst. Also auf der einen Seite wünscht man sich immer so den Teamplayer, aber dann jemand, der auch wirklich nach vorne geht, alle mitreißt, wird dann manchmal auch unbequem, auch im Sport dann eben für den Trainer, wenn der Kapitän eben auch jemand ist, der da Führungsstärke auch zeigt. Manchmal kann das ist ja nicht immer von Anfang an ja dann angenehm. Ja, und ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel, das auch für die Zukunft sehr wichtig ist. Man muss immer mehr auf den Menschen eingehen oder den Menschen in den Mittelpunkt rücken, trotzdem auch den Überblick für das große Ganze haben. Wie sind die Prozesse, wie sind die Aufgaben verteilt? Ist jeder mit an Bord? Gibt es Konflikte? Also so ein bisschen das gängige Leadership-Thema, das gerade überall auch nach draußen dringt. Die Welt verändert sich, also muss man die Art der Führung auch dahingehend irgendwo anpassen. Das ist alles viel schnelllebiger geworden. Und deswegen sehe ich in diesem Teamplayer-Gedanken nochmal extrem, um einfach für seinen Bereich oder sein Team oder seine Organisation auch da zu sein, aber auch den Weg weisend nach vorne zu gehen. Ja, ist auf jeden Fall spannend, gerade diese Schnelllebigkeit, die wir ja jetzt auch erleben, wo ja viele Vereine noch gar nicht wissen, wie es denn überhaupt weitergeht, wenn sie wieder ihren Sport ausüben dürfen, nicht nur im Handball, sondern auch in anderen Bereichen. Und ich denke, auch da wird es eben ja jetzt elementar sein für die Trainer und die Vereine, eben solche Persönlichkeiten auch zu finden, die dann eben ja die anderen mitreißen können, begeistern können. Ja, es wird ganz entscheidend sein, wie man dann auch wieder zusammenkommt. Also man war jetzt, egal in welcher Art und Weise, die Organisationen werden jetzt vielleicht nochmal neu gezwungen, ins Homeoffice zu gehen. Viele waren schon, sind wieder zurückgekommen, aber es wird nochmal so einen Anpassungsprozess geben, meiner Meinung nach. Und immer wieder, wenn Menschen neu zusammenkommen, obwohl sie sich vielleicht auch kennen, müssen halt gewisse Prozesse neu
angestoßen werden oder neu beachtet werden. Und auch bei den Vereinen, ja, man hat ewig kein Training gehabt. Jetzt die Motivation ist irgendwo fast im Keller. Wie kriegt man das jetzt wieder hin, dass alle wieder an einem Strang ziehen, dass die Vereine auch am Leben erhalten werden? Ich sehe es eben nicht immer nur, dass die, also den Sport betreffend, sondern auch ja das, was dahinter, hinter den ganzen Vereinen steht, dieses ganze Ehrenamt. Das muss man ja auch wieder irgendwie motivieren, neu aufzubauen und die ja auch sorgen, dass die Vereine auch am Leben bleiben, weil viele feste Aktivitäten, wo die ganzen Umsätze für das Jahr irgendwo für kleinere Vereine erzielt wurden, sind ja quasi weggefallen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Also wir sehen das ja selber auch und es ist wie, ich vermute mal in fast allen Krisen, dass es halt auch Gewinner geben wird, die das eben dann besser hinbekommen wie andere. Und ja, das wird für uns schon auch spannend zu sehen und zu beobachten. Und so wollen wir ja auch einen Teil eben für Trainer beitragen. Ja, definitiv. Also es wird sehr wichtig, da immer wieder Partner und Kooperationen zu finden, einander zu helfen. Eigentlich das, was so ein Team extrem wichtig ist. Und ich glaube, in so einer Phase, wie wir sie jetzt alle erleben, ist es einfach wichtig, dass wir da gegenseitig uns alle unterstützen. Absolut. Ja, vielleicht so ein, für mich eine spannende Frage. Was glaubst du denn, ist so ein bisschen der größere Hebel auch im Teamsport, also den Einzelsportler zu verbessern, also ein bisschen individueller an die Sache heranzugehen oder dann mehr auf das Gefüge zu schauen, mehr auf die Mannschaft oder das Team? Also ich sag mal, es ist so ein Mix. Der Einzelsportler in einem Team, das ist natürlich so erstmal die Grundvoraussetzung, ja, dass der funktioniert und da auch seinen Platz in gewisser Art und Weise findet, seine Aufgaben, seine Rollen zurechtfindet. Und dann werden eigentlich die nächsten Prozesse so angestoßen. Ja, wie ist das Gefüge? Wie committen wir uns auf bestimmte Sachen? In welcher Umgebung befinden wir uns? Also das ist dann oftmals so nachgelagert. Man sollte schon immer zunächst mal gucken, dass sich der Einzelne irgendwo wohlfühlt, weil wenn er sich wohlfühlt, dann ist oftmals die Leistung dahingegen, passt sich dann relativ schnell an. Aber das ist auch, ja, da muss man drauf achten, muss man was investieren, um dann einfach das Gefüge zusammenzubringen. Ja, spannend. Ja, in dem Zusammenhang, was würdest du da so zum Trainer sagen, was kann der da so im Bereich der Führung auch machen, wenn es zum Team kommt? Also so, man hört es ja oft, so diese Einheit zu formen, die dann eben auch ja Spitzenleistungen am Ende möglich macht. So vielleicht ein Tipp von dir, wo es so in die Richtung Teamführung geht. Also viele sehen natürlich oftmals das Fachliche und das ist auch wichtig und richtig, also dass man das da im Auge, also auf dem Schirm hat und da auch Ansätze hat, das Ganze weiterzugeben. Nur es bringt halt nichts, wenn ich ein gutes fachliches Konzept habe und ja, nicht an die Menschen hinbekommen. Also wenn sie mir nicht zuhören, wenn ich es nicht richtig kommuniziere, wenn ich es nicht richtig platziere oder in der Mannschaft irgendwie jemand habe, der es auch weitertragen kann. Und das ist so eigentlich so ein Tipp, dass natürlich die fachliche Kompetenz extrem wichtig ist, auch als Trainer. So habe ich auch als Spieler immer wahrgenommen. Ja, das hat mir immer extrem viel gebracht, wenn ich einen Trainer hatte, der aus einem Riesenrepertoire mir Sachen beibringen konnte. Nur er musste mir halt immer so beibringen, dass ich es dann auch wirklich aufnehmen konnte und auch jetzt in meiner Position als Spielmacher, wirst du ja auch wissen, dann auch gezielt da weitergeben kann. Und das ist mal der eine Hinweis, dass das ja immer gut platziert ist und immer alle verstehen sozusagen. Und der zweite Hinweis ist halt einfach, ja, immer so ein Spannungsfeld zu haben, finde ich immer wichtig. Oder das heißt eigentlich auch, dass guten Teamgeist steht eigentlich meist auf einem Spannungsfeld. Also es ist nicht immer alles schön Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es kann auch mal Ecken und Kanten haben. Es muss einfach nur das obere Ziel, das gemeinsame Ziel vorne draus gelagert werden. Aber dadurch sind Spannungsfelder entstehen auch Innovation, Kreativität ist da ein Thema. Das ist vielleicht im Sport nicht ganz extrem so relevant, wobei ich denke, dass es da in den letzten Jahren auch im Handball viel dazu beigetragen hat, dass wir da innovative Spielzüge, auch Trainingsmethoden neu implementiert worden sind und so, dass es die in der Sportart schon auch geholfen hat, aber vor allem auch im Unternehmen, also dieses Spannungsfeld immer hochzuhalten. Ja, ja, in dem Zusammenhang würde ich vielleicht ganz gerne auf ja, die Geschichte zur, ich sag mal, Europameisterschaft, zu diesen ja, Bad Boys, wie ihr damals genannt wurdet, vielleicht eingehen, weil das war ja auch so dieses Thema der Einheit, wo da auch von außen eben ein bisschen, ja, wo dann gesehen wurde quasi, oft ist das ja so, dass es vielleicht nicht so nach außen getragen wird, aber da war es doch für Handballfans ziemlich deutlich und ja, wahrscheinlich für euch auch im Nachhinein, dass viele das eben darauf vielleicht auch ein bisschen reduziert haben, vielleicht auf diese Einheit
Und vielleicht kannst du da dazu auch noch was sagen, wie das sich vielleicht so entwickelt hat oder es wird ja auch so ein, du hattest es glaube ich auch auf Instagram mal beschrieben, so dieser Klebstoff, dieser Social Glue. Ja. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen. Ja, es war in der Tat, kam das erst auch nach dem Erfolg oder während des Erfolgs irgendwo zur Geltung. Viele vergessen oder sehen eigentlich nicht, dass wir da schon 2 Jahre davor eigentlich schon daran gearbeitet haben. Also das ist dieses Leitmotiv, weil das schon seit 2014, seit Dago Sigurdsson Nationaltrainer wurde, irgendwo mitgetragen wurde. Das war eigentlich die Basis, die wir hatten. Und jeder musste sich damit committen auch. Der kommt, hat Dokumentationen bekommen auf USB-Sticks. Wir haben uns das immer wieder vergegenwärtigt, auch vor den Spielen und Plakate, ja, immer wieder darauf hingewiesen, wie die Werte von diesen Jungs waren und dass es eben die Ähnlichkeit von uns auch jetzt in der aktuellen Situation hat und deshalb eben diesen Social Glue auch irgendwo gewährleistet. Zusätzlich auch, dass wir einfach eine Unbekümmertheit an den Tag gelegt haben, wo aber auch die Qualität vorhanden war. Und diese vielen Puzzlestücke, ja, musste man halt immer gut, ich sag mal, im Überblick behalten, was funktioniert und nicht funktioniert. Ich glaube, das hat das Trainerteam damals auch extrem gut gemacht, sodass dann einfach viele auch in verschiedenen Art und Weisen Verantwortung übernommen haben. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, der wird da wichtig sein, auch für alle Menschen irgendwo, ja, dass man nicht immer alle voranschickt und das ist auch dieser Teamplayer-Gedanke, sondern dass jeder einfach, wenn er die Situation sieht, da die Verantwortung auch übernehmen kann, in dem Rahmen, wo er sie machen kann. Ja. Und das hat uns da irgendwo natürlich mitgetragen, und war einfach so ein Aufhänger, wo mir ja für uns extrem wichtig war. Ja, du hast was Spannendes angesprochen, gerade auch das Thema Werte, dass ihr die euch auch quasi mit Plakaten oder so ein bisschen visualisiert habt oder immer wieder vor Augen geführt habt. Und ich kenne es ja selber auch als Führungskraft und eben auch im Sport als Trainer. Ich glaube schon, dass das da auch ein Thema ist, wo noch präsenter werden darf. Also viele, ja, die erwarten irgendwie immer so ein bisschen, dass der Gegenüber das dann schon weiß oder eben, ja, der wird schon auch die gleichen Werte haben wie ich und die gleichen Ziele verfolgen. Aber dass da einfach die Kommunikation noch besser werden darf, auch in vielen Vereinen ja, unter vielen Trainern. Ja, es gibt so den Spruch, das gemeint ist nicht das Verstandene zum Beispiel. Ja, das ist ja immer diese unterschiedliche Art und Weise, wie man Themen auffasst. Und auch was Werte angeht, auch jetzt, wenn ich es in Vereins- oder Organisationsebene sehe, ist es halt oft schwierig, wenn jetzt Leitbilder irgendwie auch sag mal, von Werbeagenturen irgendwo verfasst wurden und schön gestaltet vielleicht auch wurden, was ja immer toll ist. Aber wenn es nicht aus dem Inneren rauskommt, und das ist eigentlich so der Kern von so einer guten Teamarbeit, dass es aus dem Inneren heraus diese Identifikation herrscht, und dann auch selbst irgendwo erarbeitet wird. Und wir hatten uns das damals natürlich irgendwo als Vorbild gehabt, diese Bad Boys, ja, diese Werte zu leben. Aber dadurch, dass wir sie uns als Vorbild genommen haben, wusste ja auch jeder damit umzugehen und dass es auch unsere Werte dann nachher sind. Also es war ja nicht nur deren, sondern wir haben das natürlich noch gefüllt mit unseren Sachen, die uns natürlich wichtig sind, mit unserer Sportart, wie wir agieren wollen, etc. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass das aus dem Inneren rauskommt und nicht ja, einfach gesagt wird von Verbands-, Vereins-, Unternehmensseite, so, das ist es und jetzt schaut mal, dass er danach lebt, weil dann ist die Lücke einfach zu groß, um da wirklich aufzuschließen. Also dieses Übergestülpte quasi, dass das halt meistens nicht funktioniert in den seltensten Fällen. Ja, es kann mal einen positiven Effekt haben und jeder findet es vielleicht auch gut und oftmals versinkt es auch dann so wieder ein bisschen über die Zeit, geht es ja auch wieder weg. Aber besser ist es halt einfach, wenn man es aus dem Inneren heraus irgendwo erarbeitet, mit den Menschen, die da sind oder und wenn mit den Menschen, die da sind, die dann auch für die Zukunft auch nach außen tragen, dass die Menschen, die vielleicht kommen oder die man holen möchte, sich auch damit identifizieren können. Ja, und so hat man halt gewisse Stellschrauben, wo man damit arbeiten kann. Das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, ich sehe das auch sehr wichtig und ich glaube, da gibt es auch kein Patentrezept, weil, wie du es gesagt hast, also die Werte müssen sich halt entwickeln und da kann halt auch bei zwei verschiedenen Teams was komplett Unterschiedliches rauskommen. Das ist halt super individuell und ja, deswegen auch nicht immer so einfach. Nee, definitiv. Das ist auch teilweise ja einfach durch einen Personenwechsel, durch zwei Personenwechsel in irgendeinem Team schon eigentlich komplett neu. Also ich sag mal, es gibt so Phasen, wo so eine Grundbasis eigentlich da sein sollte, ja.
Und wenn es dann in die Tief geht oder in kleinere Gruppen reingeht, dann muss man sich dann, wenn halt ein Wechsel stattfindet, dann nochmal neu darüber unterhalten. Aber das ist halt immer dieser Prozess, der dann neu angestoßen wird. Ja. Ja, was ich in dem Zusammenhang auch immer wieder erlebe oder halt ja auch sehr spannend finde bei uns, nämlich halt das Thema Rituale, also dass man da vielleicht auch so, ja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese ja Zusammenarbeit da aufleben lässt und sich mit so Ritualen ein bisschen behilft. Weiß nicht, hattet ihr da auch was Spezielles oder wie ist da deine Meinung dazu? Ja, finde ich wichtig, weil Rituale helfen, irgendwo eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten. Also ich sag mal, im Sport sind die ja schon sehr, sehr stark vertreten. Wenn nochmal alle kommen zusammen im Huddle irgendwie vorm Spiel oder nach dem Spiel nochmal oder im Bus gibt's das. Oder wenn jemand Geburtstag hat, dann bringt jemand was mit. Das erste Bundesliga-Tor, dann muss man eine Kiste Bier zahlen oder wie auch immer. Da gibt's genug Rituale und Ansatzpunkte. Manche vielleicht auch zu ja, überdreht, aber es hilft einfach vielen, so eine gewisse Sicherheit zu haben. So, nur als Beispiel, wir hatten mal vor anderthalb, zwei Jahren nochmal so eine Phase nach dem Aufwärmen, wo wir gemerkt haben, irgendwie, wir kommen nie richtig ins Spiel. Ja, also wir haben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl nicht. Und dann kam auch eine Idee aus der Mannschaft raus, die gesagt hat, hey, wenn man jetzt die letzten Aufwärmphase hat, was ja meistens so im Gegenstoß beendet wird, dann sind die einen sind schon in der Kabine, die andere ist noch am Platz. Und man hat gar keinen so richtigen Abschluss. Und dann kam einfach die Idee auf, zu sagen, hey, wenn der Letzte diesen Gegenstoß geworfen hat, so lange warten alle und dann haben wir einen Abschluss von unserem Warmmachen. Und dann sind wir bereit, sind da dann nochmal zusammengekommen, nochmal ein, zwei kurze, prägnante Sätze gesagt und dann ging es in die Kabine. Also dann konnte auch nochmal jeder was machen. Aber so haben wir als Team das Warm-up nochmal abgeschossen. Und das hat uns extrem geholfen, dann auch irgendwie gemeinsam Stärke ins Spiel zu finden. Ja, also nochmal dieses Einschwören, nicht immer nur direkt vor dem Spiel, sondern auch so diese Warmmachphase gezielter zu nutzen. Also finde ich ein super Beispiel und ich glaube, wenn ich so an meine Sportlerkarriere jetzt denke, dann sehe ich das eigentlich auch so. Also ja, meistens ist es tatsächlich, wie du es beschrieben hast, dass man einfach das Ende quasi ein bisschen abrupt ist. Davor ist man in der Kabine zusammen, danach vielleicht auch wieder, aber dass man da eben dazwischen auch nochmal so Elemente einbauen kann. Und vielleicht ist jetzt jemand dabei, der das der hört oder sieht und dann schon die erste Idee bekommt. Das wäre ja auch. Ja, deswegen machen wir das ja. Also das sind eben so Sachen, die man aus der ganzen Zeit irgendwo mitnehmen kann, mitgenommen hat. Und ich sag mal, bei der Nationalmannschaft gab es auch genügend Sachen, wo da vorhanden waren. Deswegen war das einfach immer extrem wichtig, gerade in dieser Phase auch, wo wir diese Erfolge hatten, was uns da halt immer getragen hat, waren diese Zusammenkünfte, ja, das nochmal Zusammenleben. Wir haben uns meistens auch überall, wo wir dann unterwegs waren, irgendwo also einen zentralen Anlaufpunkt irgendwo geschaffen, wo wichtig war als Mannschaft, ja, ob es der Physioraum nachher war, der dann vielleicht belagert war von allen Spielern, aber dann später hatten wir dann wirklich so kleinen eigenen separierten Raum, wo wir uns getroffen hatten. Ich weiß noch, in den Olympischen Spielen hatten wir auf einem Zimmer hat sich ein Apartment hat sich so diesen ganzen Balkon hergerichtet, die sind ja recht spärlich eingerichtet eigentlich, die Apartments, aber man hat sich dann so ein bisschen ein, zwei Sachen irgendwo zusammengesammelt und dann war das so auch so eine Zusammenkunft dort und das hat uns dann einfach irgendwo gut getan. Ja, das glaube ich, also das glaube ich, sieht man immer wieder, dass Teams, wo da einfach auch so einen Ort finden, so einen Rückzugsort oder so eine Zusammenkunft, dass die dann einfach ja eine bessere Verbindung zueinander haben, dass da dieser Verbindungsaufbau eben besser stattfindet. Wie würdest du das sehen, dann auch vielleicht in Verbindung noch mit dem Trainer, der ist ja manchmal ein bisschen so außenstehend, nicht immer, manchmal sehr im Team integriert. Gibt es da so, ich sag mal, wahrscheinlich gibt es nicht die optimale Lösung für alle, aber so, ich sag mal, ein Anhaltspunkt, wo du sagst, okay, der sollte sich schon ein bisschen integrieren, aber jetzt auch nicht zu viel oder so? Oder wie ist da so dein Standpunkt dazu? Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich sag mal, in der Führung oder auch in der Theorie, da gibt es ja verschiedene Ansätze, aber habe es jetzt erst vor kurzem wieder davon gehabt, dass der Trainer dieses Zusammenspiel einfach für sich irgendwo hinbekommen sollte, wie nah ist er dran und wie weit gehe ich weg und in welchen Phasen mache ich das. Ja? Und man spricht da eigentlich so, oder habe ich
schon viel darüber gelesen, so von der distanzierten Nähe. Ja, also einfach, wann gehe ich hin und wann ziehe ich mich eher wieder zurück. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um nie nah genug dran zu sein. Dieses Kumpeltyp-Verhalten, das ist ja schön und gut, aber die Spieler müssen auch merken, wann es zu viel wird. Ja? Und da gibt es, glaube ich, viele Beispiele, die es richtig gut machen, wenn man so das liest, aber habe es auch selber oft so erlebt. Ja? Und alles, was vielleicht zu nah dran war oder zu weit weg, da ist dann die Basis schwierig. Ja? Also zu weit weg, da wusste man nie, hat man jetzt was Falsches gesagt oder eine Woche lang gar nichts gehört oder kein Wort davon gehört. Und zu nah dran war dann, da hat man sich immer sicher gefühlt. Ja? Und das ist auch das, was dieses Spannungsfeld dann nachher ausmacht, meiner Meinung nach. Als Spieler oder ich sag mal auch in der Organisation, immer zu wissen, ist es gut, aber jetzt kommt da mal wieder der andere Spannungsbogen und dann muss ich wieder schauen, was ich Gas gebe. Ja? Also, und dieses Mischverhältnis ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja, ja, ich merke das immer bei mir so ein bisschen im Unterschied dann auch zum Beruf und dann eben als Jugendtrainer. Als Jugendtrainer ist man dann doch meistens ein bisschen näher dran, weil ja. Da zählt es einfach nur ein bisschen mehr. Da schauen sich die Jungs und Mädels da so viel ab, dass man da schon auch vielleicht jetzt nicht so ja, diese zu viel Distanz halten sollte, aus meiner Sicht. Definitiv, da geht es ja auch viel um die Entwicklung der Kinder und das Lernen. Also da ist es ja wichtig, das vom Coaching her so zu gestalten. Ja. Genau, und dann aber eben im Beruf war es eben bei mir dann auch so, dass es eben so eine Entwicklung gab vom Kollege zur Führungskraft. Das ist ja dann im Sport auch, wenn man dann so vom Mitspieler zum Spielertrainer oder so wird, dass man da dann eben schon, ja, das auch dann immer ein bisschen schwierig ist am Anfang, dass man sich da eben ja so ein bisschen rausbegibt aus dieser vielleicht zu viel Nähe als Kollege oder dann eben als Mitspieler, sondern dass man dann eben manchmal auch eine gewisse ja fachliche Autorität wahren muss und dann eben zu so sagen, okay, hier muss ich auch mal Kante zeigen, so nach dem Motto und sagen, okay, da müssen wir jetzt halt durch und müssen wir das zusammen lösen. Genau, ja, und man sollte halt immer eine Basis von Respekt und Vertrauen irgendwo aufbauen und das auch gewährleisten können, also dass man sich alles sagen kann, aber auch alles aufnehmen kann und es nicht immer gleich auf einer persönlichen Ebene geht. Ja, auch wenn man sich gerade das Beispiel, was du gesagt hast, vom Kollegen oder vom guten Kollegen zur Führungskraft, das ist halt oftmals einfach und da ist halt die Kommunikation wichtig. Wie sage ich es im Vorfeld? Hey, das ist jetzt eben auf einer Sachebene und das geht nicht, ist überhaupt nicht persönlich gemeint. Und so ist es ja auch im Sport. Und wenn man das klar im Vorfeld irgendwo trennen kann und auch in eine Linie bringt, ja, oder mit seinem Verhalten auch den Menschen mitteilt oder vermittelt, dann ist da den vielen einfach geholfen, weil sie dann wissen, woran sie dran sind. Und das ist ja oft auch der Punkt. Das ist eine Aussage, die ich sehr oft geholt habe in den ganzen Jahren von vielen Mitspielern. Ja, ich weiß gar nicht, was er von mir denkt oder wo ich dran bin oder, und das ist dann eigentlich immer ein Zeichen davon, dass entweder zu wenig kommuniziert wurde oder nicht richtig oder nicht gut genug, aber auch Vertrauen oder Respekt oder Verantwortung von dem Spieler zu sagen, hey, ich gehe jetzt nochmal auf den zu. Ja? Das sind halt so Punkte, die dann auch von der anderen Seite kommen sollen. Ich finde, ja, du hast jetzt angesprochen, also das ist das, was ich auch oft erlebe, dass so diese Verantwortung, diese Hohlschuld, dass eben ich nicht nur erwarten kann, dass ich immer was bekomme. Das erlebe ich im Sport tatsächlich auch häufig, dass eben, ja, ich bin ja, wie gesagt, selber auch aktiv noch und eben im Jugendbereich als Trainer und im aktiven Bereich mit den Mitspielern merkt man das ganz häufig, dass die dann halt sagen, ja, warum kommt er nicht, warum macht er nicht, warum sagt er mir denn nicht? Ja, dass man dann halt so das ein bisschen wegschiebt, auch Richtung Trainer und sagt, ja, der hätte doch, der könnte doch. Ja, genau. Und dann wird eher der Umweg versucht zu gehen. Klar, erstmal über Mitspieler, die näher dran sind, dann natürlich irgendwann Richtung vielleicht auch Kapitän und dann eben, oder vielleicht zu einem Co-Trainer, der auch eine ganz wichtige Beziehungsperson in vielerlei Hinsicht darstellt oder jetzt sage ich mal im Profibereich. Es ist dann auch oft so der Physiotherapeut oder der Betreuer, der dann so der Ansprechpartner, der die Brücke schlagen soll. Aber ich finde, das ist wichtig, weil es zeigt einem einfach nochmal, wie stark will der sich selber vielleicht auch entwickeln und nach vorne bringen, wenn er auch Verantwortung übernimmt und einfach mal sagt, hey, was ist gerade eigentlich los? Kannst du mir zu dem und dem Thema was sagen? Ja, und das ist so eine Hürde, die viele ja nicht richtig überwinden können, weil sie zu viel Angst oder auch zu viel Respekt davor haben, eine negative Antwort zu bekommen, obwohl das in den seltensten Fällen passiert. Ja?
Weil alle wollen ja eigentlich nur den gemeinsamen Erfolg. Und wenn es mal so ist, dann ist es auf irgendwas begründet und die Leistung nicht gestimmt hat, aber dann muss man das auch hinterfragen und akzeptieren. Und das sind so Punkte, ja, die halt ja, immer wieder auftauchen oder aufgetaucht sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, wenn wir jetzt schon gerade so bei so ein bisschen negativer Kritik sind, würde ich so mal ein bisschen die Brücke schlagen, auch zum Thema Rückschläge, die ja bei Kritik auch häufig auch mit dazu gehören, aber auch eben, ja, vielleicht Niederlagen im Sport oder dann Verletzungen, wie es bei dir auch der Fall war. Das heißt, so das zweite Thema ein bisschen in Fokus rücken, dein Buch und diese Learnings aus dem Profisport, wie gesagt. Vielleicht kannst du selber die Geschichte noch mal ein bisschen dazu erzählen, zu diesem Titel Höhepunkt am Tiefpunkt. Ja, es war einfach ein Anlass oder eine Phase in meinem Leben, die extrem viel mit mir nochmal gemacht hat. Gerade so auch nach den Olympischen Spielen. Also du stehst irgendwo auf dem olympischen Treppchen und ein halbes, dreiviertel Jahr später schlägst du in die zweite Liga ab, obwohl du jahrelang davor irgendwo am Limit immer gespielt hast. Und dann denkst du nur, was passiert eigentlich hier gerade? Dann schaffst du es auch nicht direkt wieder hoch. Dann geht es eigentlich nochmal eine Stufe tiefer. Und ja, dann kommt trotzdem diese Phase, wo du dich irgendwie wieder aufrappelst, wo du sagst, okay, du fängst bei dir selber an. Darum habe ich vorher auch gesagt, es fängt immer irgendwo bei dir selbst an und dich hochzuziehen und wieder anzutasten. Und dann kriegst du auf einmal die Chance, ja, bei der Nationalmannschaft wieder ein Teil davon zu sein. Ja, auch aus der zweiten Liga mit 2 Jahren ohne internationalen Spiel und sich da dann auch wieder einzufinden, fängt es auch wieder bei dir selber an. Und du musst ja wieder dem Vertrauen und der Respekt von den anderen wieder arbeiten. Ja. Und das war halt so eine gesamte Phase, wo ich gesagt habe, das hat mir brutal viel, also nochmal gegeben, unabhängig von dem Sportlichen, einfach auch was die Menschen, was das Gefüge angeht, wie was funktionieren kann, wenn ich was mache. Und dann natürlich dann halt auch, ja, dann diese WM nochmal im eigenen Land zu erleben, war schon ein extrem besonderer Moment. Dass es natürlich dann noch brutal mit einer ja, sehr schweren Verletzung endet, habe ich jetzt nicht gehofft, aber konnte ja dann in der Hinsicht nichts mehr daran ändern. Und als ich dann halt ja, irgendwo im Krankenhaus lag, nachts, habe ich gedacht, das ist eigentlich so dieses Ganze, was da auf mich eingepasst ist die letzten Jahre, das muss jetzt irgendwo mal raus. Ja. Und der Gedanke war schon längst mal irgendwo da, sowas zu machen, aber es hat mir immer noch so ein bisschen sehr nadelstich gefehlt. Und das war dann in dem Fall der Zeitpunkt, ja. Okay. Und ja, Höhepunkt am Tiefpunkt, nochmal wegen dem Titel, genau. Es war einfach so, dass das mit auch die WM irgendwo so ein Höhepunkt wirklich war, in der Karriere nochmal vor so tollen Menschen zu spielen und dann diesen Tiefpunkt zu erlangen, aber im gleichen Moment eigentlich beides passiert ist, ja, auch während der Verletzung. So eine Anerkennung, die man da bekommt, ist schon extrem. Ja, auf jeden Fall. Also das sind eigentlich ja so ein negativer Moment, wo man sagt, okay, da ja, passiert so viel mit einem, das dann auch ja so als Chance zu sehen, in dem Moment dann auch so als Auslöser zu haben, als Trigger da das Buch anzufangen, dann in dem Moment, ja, so schreibt das Leben dann manchmal Geschichten, wo man eben vorher nicht erhofft und erwartet hat. Ja, also ich wusste auch nicht, ob ich das Projekt zu Ende bringe, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe einfach mal angefangen, habe mich mit dem Thema, wie ich was schreibe oder so, überhaupt noch nie auseinandergesetzt. Habe aber einfach den inneren Antrieb gehabt, das fängst du jetzt an und schreibst mal so lange, wie du Zeit, also Zeit hast du jetzt ja eh genug erstmal und fang einfach mal an und dann holst du dir vielleicht mal noch Hilfe dazu, der mal drüber schaut oder wie auch immer, wie der Prozess mal vonstatten geht. Also das sind ja oftmals so Themen, wo einen vielleicht hindern, sowas zu machen, wenn man sich das im Vorfeld überlegt. Aber das ist ja gerade dieser Punkt, wo ja auch jetzt immer wieder häufiger kommt, dass man eben nicht in die Perfektion gehen sollte, sondern einfach mal den ersten Schritt zu machen und dann wieder zurückzugucken, wie stelle ich mich jetzt ein, was war gut, was war schlecht und dann justiere ich mich neu. Ja. Und so war es da auch in der Phase. Das habe ich, ja, war dann auch wichtig, da die richtigen Schnittstellen zu finden. Ja, also so rückblickend war das wahrscheinlich in deinen 17 Jahren ja auch nicht die einzige, du hast schon beschrieben, du ja, bist dann in die zweite Liga abgestiegen und beispielsweise habt das dann nicht direkt den Aufstieg geschafft. Also es gab mit Sicherheit noch mehr Niederlagen, wo geschmerzt haben oder Rückschläge. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen reingehen, wie man denn damit generell so ein bisschen umgehen kann, dass man sich da halt, ja, wie du es gesagt hast, auch wieder ausrichten kann eben und eben nicht in ein Loch fällt oder sich runterziehen lässt. Nicht zu lange. Ja, also da muss man auch ehrlicherweise sagen, ist der Sport einfach
dankbarer in der Hinsicht, mit diesen Themen umzugehen, weil es ganz schnell geht, bis du eine neue Chance bekommst. Ja, und um es wieder anders oder besser zu beweisen, um dich wieder zu beweisen. Und trotzdem musst du das erstmal verarbeiten. Und das wird auch oft so nach unten gedrückt oder verdrängt. Aber trotzdem hilft es natürlich, wenn du jetzt sagst, Beispiel, wir hatten ja dann eine Niederlage ist echt schon lang her, aber wir sind ja Junioren-Europameister geworden und dann waren wir ein Jahr später auch bei der Weltmeisterschaft, auch wieder im Finale, auch wieder gegen Schweden, waren zur Halbzeit mit 6 oder 7 Toren sogar vorne. Und dann kam Andreas Palika ins Tor und hat uns das Ding mal kurz zunichte gemacht. Und dann haben wir das tatsächlich nur geschafft, das Spiel zu verlieren. Also das war schon mal auch eine herbe Sache, aber ich meine, das war ja mitten irgendwo in der Vorbereitung und dann kommst du zurück und 3-4 Tage später geht die Bundesliga wieder los und dann bist du schon wieder in einem anderen Trotz, ja, oder wo ich kurz vor der Nominierung stand zu den Olympischen Spielen 2008 nach Peking, wo es darum ging, einen Tag vorher quasi nicht im Kader zu sein, war auch eine sehr harte und persönliche Niederlage auch, also weil ja, das immer ein großer Traum auch damals schon war. Und dann stand aber auch mein Wechsel nach Lemgo schon wieder an und dann musste ich gucken, wie ich umziehe und das ganze Thema voranbringen. Also daher meine ich, der Sport ist halt sehr dankbar, aber trotzdem muss man sich damit definitiv mehr auseinandersetzen. Und ich habe da halt immer viel, mir hat immer viel geholfen, sich nochmal ja, klarer zu werden, was war bei sich selber erstmal anzufangen, was kann ich vielleicht für die nächsten Sachen ändern oder wo muss ich was ändern. Und wen nehme ich mir vielleicht zur Hilfe? Also jetzt auch, das meine ich mit diesem auf den Trainer zugehen. Ich war da in jungen Jahren wahrscheinlich auch noch viel zu schüchtern und hätte öfters auf die Trainer zugehen sollen. Ja, das ist halt so ein Prozess, der erst über die Jahre vielleicht auch irgendwo entsteht, aber dann vielleicht mehr mit den älteren Mitspielern sich über diese Themen zu unterhalten. Ja, und das kann einfach hilfreich sein, sich da gut auszutauschen mit den Menschen, die einen umgeben, bei sich selber erstmal vielleicht anzufangen und gleich die Schuld den anderen zuzuschreiben. Und ja, das sind so Punkte. Und dann halt sich die nächsten Schritte setzen. Das war halt, darum meine ich, im Sport kommen die meistens automatisch und im normalen Leben muss man sich die vielleicht halt dann eher setzen. Ja, auf jeden Fall, ja. Vielleicht können wir auch auf das Thema Verletzungen nochmal eingehen. Du bist ja dann auch nochmal zurückgekommen nach deiner Verletzung. Und da wäre jetzt für mich auch so ein bisschen spannend, wie vielleicht auch der Trainer da in so einem Team jetzt zum Beispiel im Handball unterstützen kann. Also glaubst du, dass der auch ja dann helfen kann, ich sag mal, wieder zurück so eine Integration zu schaffen, die ja auch wichtig ist? Ich meine, man ist dann relativ lange ja weg vom Team. Also klar, wird man ab und zu sich mal dazugesellen, aber trotzdem hat man ja relativ viel Einzelarbeit für sich, wo man eben sich zurückkämpft in den ganzen Bereichen, wie da vielleicht auch ein Trainer ja agieren sollte. Also sollte er da näher dranbleiben und immer wieder auch den Kontakt suchen oder sollte er vielleicht eher mal so am Anfang das eigene Ding machen lassen, sich quasi damit beschäftigen lassen? Wie also, die Rolle vom Trainer? Ja, also ich finde, das haben wir hier, da hat Jens Böke damals hier sehr gut gemacht und auch nochmal für mich im Rückblick betrachtet, habe ich mich das auch nochmal so ein bisschen nachgedacht darüber, weil es am Anfang kann man ja gar nichts machen, auch als Trainer. Ja. Es ist natürlich mal gut, sich kurz zu melden oder Präsenz zu zeigen, aber der Hauptfokus oder die Hauptkonzentration sollte ja dann auf die anderen sein und auf den Fokus liegen. Und das ist auch okay. Ich glaube, das ist auch wichtig in der Phase. Und das muss man vielleicht dann auch manchen Spielern sagen, weil viele denken auch in dieser Phase, eigentlich müsst ihr mir jeden Tag anrufen und die Spieler gibt's und fragen, wie es mir geht, obwohl ich den nächsten vor 8 Monaten nicht noch im Spielfeld bin. Also ist das jetzt mal nicht extrem relevant. Ja, immer mal wieder ist gut. Und ich glaube, je näher es dann wirklich Richtung Integration geht, da sollte dann der Austausch erhöht werden, auch wie die Planungen sind, welche Schritte gehen wir jetzt mit den Ärzten abstimmen, mit den Therapeuten abstimmen, was können wir machen, was können wir nicht machen, um da einfach dann den Austausch zu intensivieren. Wenn es dann wirklich Richtung Integration geht, so wie du auch sagst, das wieder mitzunehmen. Ja, ist schon. Ja, ich finde es gut zu hören auch, weil wie gesagt, man hat ja selber vielleicht als Trainer oft oder ja, man wünscht sich das ja nie, aber das kommt ja meistens doch dazu, dass sich mal immer mal wieder jemand verletzt.
Und da einfach auch mal zu hören von jemand wie dir, wo da vielleicht einen Einblick gibt, wie man es auch als Spieler empfindet. Ja, vielleicht auch in der Hinsicht, man kann ja auch nichts mehr machen, auch als Trainer. Ja. Also man hat den Spieler jetzt halt einfach nicht zur Verfügung. Damit muss man zurechtkommen, man muss sich neue Ideen überlegen oder neue Gedanken und wie man was unterstützen kann. Ich habe dann hier einmal in der Woche mit den Mittelleuten mich kurz zusammengesetzt, habe so die Spiele nochmal, ja, die wir hatten und die jetzt bevorstehen, einfach so ein bisschen kurz Feedback gegeben, analysiert. Und das war dann der Punkt, wo ich sage, okay, konnte ich nochmal einen Teil dazu beitragen oder unterstützen. Und das fand auch der Trainer gut, ja, aber da hat er sich auch ein bisschen zurückgehalten. Wir haben uns kurz darüber unterhalten, welche Inhalte vielleicht wichtig oder welche Themen oder Punkte, Aktionen vielleicht wichtig sind, aber auf einen persönlich bezogen ist es halt einfach so, dass du jetzt erstmal raus bist und der Fokus des Trainers einfach auf die anderen auch gelegt werden sollte. Und das musst du als Spieler auch irgendwo akzeptieren, weil der schießt jetzt erstmal keine Tore mehr oder verhindert welche. Ja, auf jeden Fall. Aber wie du es gesagt hast, also ich glaube schon, dass man trotzdem auch so ein bisschen die Bindung halten kann, gerade beispielsweise durch so Themen, dass man sagt, okay, also er hilft uns einfach in anderen Bereichen weiter. Kann ja auch jetzt im Amateurbereich vielleicht sein, dass er mal die Videoanalyse übernimmt oder eben mal ein Spiel filmt oder so oder ein Training oder auch dem Trainer mal Feedback gibt, wie denn eigentlich das Training war aus seiner Sicht, vielleicht aus einer außenstehenden Perspektive. Also dass man vielleicht ja, so einfach auch für diese Bindung weiterhin. Ja, definitiv. Oder ich sag mal, wenn man dann einen gewissen, egal was für eine Verletzung man hat, oder man ist in einem gewissen Status, wo man dann wieder Richtung Integration gehen kann, mit dem Torwart arbeiten, Torwarttraining machen oder was auch immer, so da dabei zu sein. Ja, das ist ja auch immer ein Teil, wo ein Spieler, also das tut einem Spieler gut, tut aber, ich sag mal, einem Trainerteam gut, wenn man sagt, okay, man kann mal wieder was vielleicht an jemand anderes abgeben. Ja, was würdest du denn so, ich sag mal, aus deiner Karriere so fazitmäßig ein bisschen Revue passieren lassen, was so Eigenschaften von dem erfolgreichen Sportler sind, also was so die meisten haben oder vielleicht haben sollten aus deiner Sicht? Also ich glaube, Disziplin und Durchhaltevermögen ist schon ein ganz wichtiger Punkt, um konstant eben irgendwo mit dabei zu sein, ja, und sich immer wieder neu zu hinterfragen. Also nie so eine, ja, dieses Zufriedenheitsgefühl nie aufleben zu lassen. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, gepaart mit einer ganz klaren, großen Vision oder Zielsetzung. Weil das ist das, wo einfach viele, glaube ich, daran scheitern, dass sie auch in schlechten Phasen auf diesen Tiefplateaus dieses Durchhaltevermögen nicht weiterführen oder auch sich nicht bereit sind, irgendwas zu ändern, um dann wieder neu anzusetzen. Und ich glaube, das macht die Großen sowohl Einzel- als auch die Einzelsportler im Team irgendwo aus, die da einfach konstant über ja, 10, 15, 20 Jahre teilweise da in unterschiedlichen Ligen da mitschwingen. Ja, da gibt es genügend Beispiele, die das beweisen. Ja, das stimmt. Du hattest auch einen interessanten Post dazu gemacht zum Thema Konsequenz. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein, zwei Worte zu sagen, was das für dich in dem Zusammenhang bedeutet. Ja, ich habe es, glaube auch damals so geschrieben, dass es auch einer der wichtigen Faktoren war, die ich so mitgelernt habe. Also dieses konsequente Handeln auch von sich selber in jeder Aktion, in jedem Training. Also konsequent bedeutet für mich auch Disziplin, konsequent an den Tag zu legen, jeden Tag die Dinge zu tun, die ich mir vornehme, früh aufzustehen, die vorm Training vielleicht schon was zu machen, von der Ernährung zu gucken. Also dieses Konsequente, das ist halt der Antrieb eigentlich für die Disziplin, ja. Wo dann, wenn du das, darum war das mir so wichtig und auch konsequent als Mannschaft. Und ich sag mal, solche Phasen kennt wahrscheinlich jeder. Man führt mit 4, 5 Toren und denkt, ja, jetzt kann man ein bisschen Larifari machen und dann kommen aber die anderen wieder und dann entsteht so eine Eigendynamik und dann macht man da mal einen Heber und das ist einfach, das ist unkonsequent und da bin ich auch froh, dass viele, ich glaube, Rolf Rack war da auch ein Trainer, der viel dazu beigetragen hat, wo ich das gelernt habe, dass man einfach konsequent in der Hinsicht sein muss. Und im Nachgang habe ich das echt auch für extrem wichtig empfunden. Ich habe wahrscheinlich dann ganz selten mal noch gut, ich konnte es vielleicht auch nicht, aber einen Heber und einen Dreher geworfen. Weil ich halt immer wusste, okay, wenn das nachher A ist nicht meine Stärke,
Und wenn ich es zu dem Zeitpunkt mache, das ist auch diese Vorbildfunktion. Wenn ich dann anfange mit solchen Sachen, dann kommt der andere, dann kommt der wieder. Ja, und dann sind es halt von 6 Frauen, sind es auf einmal nur noch 3. Und ich weiß, wie schnell es geht. In 2 Minuten, dann sind es nur noch 1. Und ich weiß dann, wenn ich meine Spieler gut genug kenne, dann kommt die Panik. Ja, und wer muss es dann irgendwo unterrichten? Dann sind es eben die Führungsspieler, die dann vorgehen müssen. Und darum meine ich, es halt konsequent und das ist auch aufs Leben übertragen. Wenn ich halt mich für irgendwas entscheide, muss ich den Weg auch konsequent gehen. Ja? Darum war das schon auch wichtig. Ja, ich habe das auch bei Tobias Beck öfters gehört. Der arbeitet ja gerne mit diesem Code of Honor, also Ehrenkodex, und sagt auch, also diese Konsequenz eben durchzuziehen, und weil einmal gebrochen ist, wie nicht aufgestellt. Und man kennt es ja selber auch, wenn man sagt, okay, eine Pünktlichkeit und sowas, solche Themen wichtig im Sport, und man lässt es halt einmal durchgehen bei seinen Sportlern, zweimal durchgehen, irgendwann hilft es einfach nicht mehr, kann ich es noch so oft sagen, dann ist es schon vorbei. Genau, man kann das über Reglements irgendwie handeln. Also wir hatten zum Beispiel in vielen Mannschaften gab es die Regel zum Beispiel, man kennt ja viel, oder ich sag mal, man kommt aus unterschiedlichen Ecken von Deutschland und man hatte dann eine Auswärtsfahrt, ich sag mal, was, keine Ahnung, wenn ich jetzt von Lemgo in Berlin, von Lemgo hier in Bali gespielt habe, hat es sich zwar nie ergeben, weil wir oft unter der Woche gespielt haben, aber dann war es natürlich, wäre es schön, wenn ich dann gesagt hätte, okay, ob ich hier bleiben kann und dann am nächsten Tag zurückfahren kann, ja, das ist Familie und Freunde. Und so gab es halt immer wieder unterschiedliche Ansätze. Und in vielen Mannschaften war es dann halt einfach so, dass man gesagt hat, okay, mal einmal im Jahr quasi so ein Joker, wo man ziehen kann, wenn der passt, also klar auf Situation bezogen, wenn man jetzt gerade um Abstieg kämpft und das entscheidende Spiel ist, dann ist es vielleicht unklug, das wissen aber viele eigentlich auch nicht, dann einen Tag davor nochmal zum Trainer zu gehen und zu fragen, ob man das machen kann. Ja. Und trotzdem gibt es halt dann klare Regeln, wo man sich dann auch dran halten kann. Und das ist halt auch dieses konsequente Umsetzen nachher, ja, das auch zu befolgen. Ja. Und so kann man halt einen Rahmen schaffen, wo man so gewisse Leitlinien hat. Aber wichtig ist halt immer trotzdem erstmal bei sich wieder anzufangen, ja, und jede Handlung erstmal nochmal vielleicht drüber nachdenken. Ja. Du hast jetzt schon ein, zwei Trainer angesprochen aus deiner Laufbahn auch. Kannst du da so ja, vielleicht ein, zwei Punkte auch rausgreifen, wo du sagst, okay, da hat mich vielleicht auch der ein oder andere Trainer besonders inspiriert, oder der hat einen Punkt besonders gut gemacht, wenn du jetzt so zurückblickst und sagst, in Bezug aufs Team oder Teamführung, wo das so rausgestochen ist vielleicht, oder wo dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, viel. Also ich konnte von vielen, vielen was mitnehmen. Klar, ganz prägnant war halt irgendwo das, was Dago gemacht hat mit uns, ja. Weil wir da halt auch ganz unterschiedliche Themen gemacht haben. Ja. Wir sind nach Island geflogen, in sein Hostel, wo er seinen Geschäftspartner hat, und haben auch Handball trainiert und gespielt, aber auch viele andere Dinge gemacht. Und auch, wir mussten als Mannschaft oder in kleineren Viererteams unterschiedliche Aufgaben lösen. Ich glaube, wir waren im Team, mussten Romeo und Julia den anderen vorspielen. Und wir hatten quasi einen Tag Zeit, das Ganze einzustudieren. Wir hatten einen Song von Beyoncé, den sie performen mussten. Vor der EM in Berlin war man in so einem ganz, ja, wie in einem schlechten Film, so ein Boxstall in der Berliner Hinterecke, dunkel, nass, und haben da die dritte Einheit am Tag dann noch gemacht. Und das schweißt halt dann doch irgendwo nochmal anders zusammen. Darum habe ich da schon sehr viel, was das angeht, mitgenommen. Aber sonst natürlich von jedem Einzelnen. Also ich bin sehr dankbar für die Handballausbildung in Baden-Württemberg, also weil die ja technisch einfach ja super ist. Also jeder Handballer in Württemberg, glaube ich, ist sehr, sehr gut ausgebildet. Da bin ich sehr dankbar, was das angeht, und habe ja von jedem irgendwo ein Stück. Du nimmst halt das, was du bei allen, bei jedem irgendwo gut gefunden hast. Es gibt auch die negativen Sachen, aber selbst das habe ich dann auch manchmal immer wieder nochmal hinterfragt und auch dann auch im späteren Gang vielleicht auch das eine oder andere Positive drin gesehen. Ist ja auch oft so, dass man die Dinge, die man halt so erlebt, in dem Moment vielleicht ganz anders wahrnimmt, wie in der Rückbetrachtung, wenn man es nochmal reflektiert. Vielleicht auch mit einem anderen Stand, wo man es selber hat, mit anderen Erkenntnissen, Erfahrungen. Ja, exakt, ja. Das einfach aus einem anderen Blickwinkel auch sehen kann. Ja definitiv. Also, oftmals denkt man darüber halt nicht nach. Hm, ja.
gerade als Spieler, da ist halt, macht man was und dann ist es gemacht. Und erst jetzt oder mit der Zeit, oder wenn du mündige Spieler oder Spieler hast, die dann darüber sich auch Gedanken machen, dann kommen die ein oder andere Situation, wo man dann denkt, ja, das war eigentlich gar nicht so blöd, was man damals gemacht hat. Ja, das stimmt. Ja gut, ich wäre mit meinen Fragen eigentlich soweit durch. Vielleicht so zum Abschluss. Hast du ja vielleicht so ein, zwei, drei Tipps noch, die du unseren Trainern so auf den Weg geben möchtest, die für dich einfach ganz elementar sind, zum Beispiel zum Buch oder auch zu Teams, Teamentwicklung, Teamführung, wo du sagst, die sind wirklich ja wichtig für dich. Ja, ich glaube einfach, dass der Mensch viel im Mittelpunkt sein muss, dass man sich um den gut kümmert, bevor man und auch kennenlernt, bevor dann einfach viele fachliche Themen dann auch kommen, weil die müssen irgendwo aufgenommen werden, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, um dann auch umzusetzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Fehlerkultur war dann eben auch so ein Punkt, wo ich glaube, dass das wichtig ist, weil Fehler passieren, geht nur darum, wie man damit umgeht. Und welche Erkenntnisse oder Schlüsse man dann daraus zieht, das ist so eigentlich das Wichtige, was man noch ja, mitgeben kann. Und klar, das Buch kann man natürlich, da kann man auch nochmal ein paar Sachen rausfinden, kann man bei mir auf der Homepage auch bestellen. Vielleicht will man es auch jemand schenken, da ist dann meistens noch eine persönliche Signatur dabei, also gerne auf meine Homepage einfach schauen. Und wenn nicht, dann können wir auch vielleicht noch was verlinken. Ich habe mal so ein kleines E-Book noch gemacht mit diesen 8 Tipps für ja, leistungsstarke Teamplayer, auch in Führungssituationen. Und dann können wir das unten drin noch vielleicht verlinken. Und dann hat man eigentlich ein sehr gutes Paket zusammen. Ja, auf jeden Fall. Also wir verlinken natürlich die ganzen Inhalte rund um deine Person, Homepage, Instagram. Ich glaube, da bist du ja sehr aktiv. Ich weiß nicht, ob Facebook auch. Ich sehe dich immer hauptsächlich bei Instagram bei mir und bin da ganz gespannt. Genau, natürlich Buch verlinken wir auch und ja, das E-Book kann ich mir ja nochmal den Link vielleicht zukommen lassen. Genau, schicke ich alles nochmal zu. Ja, super. Ja, dann möchte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen, Martin. Hat alles super viel Spaß gemacht. Ja, auch. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Trainer hier auch ja, ein paar Sachen für sich mitnehmen konnte. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Entweder unter dem Video oder eben auch bei Instagram, Facebook, wo auch immer ihr den Link dazu findet. Und ja, dann bin ich gespannt, was wir von dir noch hören in Zukunft und sehen auf den verschiedenen Kanälen. Und ja, wünsche dir natürlich alles Gute für deine ja weitere berufliche Zukunft und natürlich auch private, dass ja die aktuelle Situation auch an dir ja schnell vorbeigeht, wie bei allem anderen auch. Und dass du gesund bleibst, vor allem, ist ja auch sehr wichtig gerade. Ja, danke, das wünsche ich euch auch. Dankeschön. Danke dann. Mach's gut und bis bald. Bis bald. Ciao. Schön, dass du immer noch mit dabei bist. Abonniere jetzt noch schnell unseren Kanal, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Und nicht vergessen, direkt eins der nächsten Videos anschauen, damit du dich einfach als Sporttrainer weiter fortbildest. Und jetzt nicht vergessen, abonnieren, nächstes Video anschauen.